Ich heiße euch herzlichst willkommen zu Let's Play Free Space 2. Unsere jetzige Mission Dünkirchen, ja, was auch immer. Mal sehen. Um 23:45 hat das alliierte Oberkommando die sofortige Evakuierung des Hauptquartiers der 3. Flotte im Capella-System angeordnet. Die Anlage dort steht unter schwerem Beschuss durch Jäger und Bomber. Die Shivana setzen ihre Staffeln von der SD Niburdos aus ein, einem Zerstörer der Ravana-Klasse. Das 19. Geschwader, das zum Schutz des Hauptquartiers eingeteilt war, ist völlig ausradiert worden. Die Evakuierung wird wie folgt ablaufen. Lambda 1, ein Transporter der Argo-Klasse, wird an der Station andocken. Der Großteil der Stabsmitarbeiter geht an Bord und wird dann zur GTD Misena gebracht. Das Oberkommando schickt anschließend einen zweiten Transporter, der den Rest des Führungsstabes abholt. Die Verwundeten sind bereits zum Sanitätsschiff GTM Galen gebracht worden. Nachdem Lambda 2 an dem Orion angedockt hat, verlässt sie Messana das System und sie können zu ihrem Schutz. Sie können zu ihrem Stützpunkt zurückkehren. Sie werden mit den Staffeln Alpha und Delta bei dieser Operation für den Jagdschutz sorgen. Sie müssen das Hauptquartier schützen, die Messana und die beiden Transporter. Sobald die Evakuierung abgeschlossen ist, wird die Anlage zerstören. Mal gucken, was ist denn hier? Was ist denn das? Achso, das ist so ein Ding wie die Galatea Aquitaine, weiß ich gerade gar nicht genau. Lambda 2 kennen wir ja. Und das ist so eine Station, so eine hübsche. GTI Arcadia. Von mir aus. Wir haben bereits alle weniger dringenden benötigten Stabsmitarbeiter ausgeflogen. Daher sollte die Operation recht schnell verlaufen. Mit dieser Evakuierung des Hauptquartiers tritt die Allianz in die letzte Phase ihres Plans, die Shivana in Capella aufzuhalten. Wollt ihr das ganze Ding in die Luft sprengen oder was? Geben Sie bei der Evakuierung des Hauptquartiers der 3. Flotte Jagdschutz. Ja, ist gut. Das Ding reicht zum Jagdschutz geben, definitiv. Der einzige Nachteil könnte sein, dass das ein wenig zu langsam ist. Was haben wir denn hier dabei? Tempest-Raketen, Hornet-Schwarmkörper, nicht wenn wir die besseren haben können. Und wollen wir eine Prometheus? Nö, eigentlich nicht. Wir nehmen die volle Bewaffnung, wenn wir die haben können. So, und damit los. Alpha 1, verteidigen Sie mit Ihrer Rotte diese Einrichtung. Geschätzte Ankunftszeit der Messana in 60 Sekunden. Eine Staffel Manticores mit Zielbezeichnung Arias greift derzeit die Basis an. Wie sieht es bei Ihnen aus, Kommandochef? Bestätigt! Wir haben nur geringe Schäden abbekommen. Evakuierung der nicht unverzichtbaren Besatzung abgeschlossen. Wir haben unsere Verletzten auf die GTM Galen gebracht. Ja, schön, dass ihr das getan habt, was auch immer ich gerade sagen wollte. Egal, ich habe glaube ich was kaputt gemacht oder auch nicht. Ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache es geht kaputt. Hier, halt Raketen fest. Das gefällt euch. Ja, geh vorher kaputt. Langweiler. Aber du doch nicht. Guck mal, du kommst auf uns zu. Wir haben dir voll eins in die Front geschossen, ist da eh egal. Ja, genau, mach den kaputt. Und bestimmt kommt gleich auch noch ein Bomber. Sonst wäre das ja alles langweilig. Hier spricht die GTD Messana. Bereit zur Aufnahme der Transporter. Irgendwo ist anscheinend was reingeschoben. Ich sehe schon Lambda 1 auf meinem Schirm da zur Sicht. Argo Orion. Achso, da Lambda 1 ist Argo. Und dann stellen wir meine Staffel ab für eine die Geschütze. Staffel Nahema-Bomber ist am Sprungpunkt aufgetaucht. Zielbezeichnung Peiskes. Ja, Sir. Gegner nähern sich schnell.
Ich fliege in der Zeit mal zu den Bombern, während Lambda 1 beschützt wird, weil wir oder ich habe schon festgestellt, dass diese Transporter für gewöhnlich doch relativ schwach auf der Brust sind und ich muss mir das nicht geben, zuzusehen, wie die zerstört werden. Also, ja. Ein bestätigter Abschuss. Ich kümmere mich um die Bomber, die sind schön langsam, die sind genau das, was ich mag. Quasi. Keine Bomber mehr. Heiskes wurde eliminiert. Das ist gut. Achso, ja stimmt. Ich habe mich gerade gewundert, warum er so schön ist. Sprungsignatur nähert sich. Feindliche Konfiguration. Warum der andere Flieger so hübsches, gelbes Austrittsfeuer? Sind das da hinten Schlachtschiffe, die bei der Sonne stehen? Das will ich doch wohl nicht denken, dass da Schlachtschiffe sind. Aber es könnte sein, die sehen irgendwie so Saturn-F-mäßig aus. Hier spricht die GTM Galen. Wir aktivieren jetzt unseren Subraumantrieb. Genau, einer hin. Keine Energie mehr. Hier, halt Raketen, bitte. Waffenenergie hochschalten. Ich schaff das, ich schaff das. Du schießt hier nichts ab. Hoffe ich. Lambda 1 geht's auch noch ganz gut. Wir machen Bomber kaputt. Wir haben die Cancer-Staffel unschädlich gemacht. Was macht LED? LEU, LDU. Sprungsignatur nähert sich. Mehr Bomber. Feindliche Konfiguration. Ich hoffe, mein Team ist bei Lambda, sonst kriege ich einen Anfall, wenn die Lambda. Ach so, gut, ist von den LEU, LE. Irgendwas ist auch nur noch einer. Okay, sie sind zerstört worden. Lambda 1 geht's gut, folglich. Das ist schön. So habe ich mir das vorgestellt. So. Sprungsignatur nähert Jüngchens. Sich. Feindliche Konfiguration. Los, komm, geh kaputt. Bomber, Bomber, Bomber. Irgendwo, ach da an der Seite. So, zwei, dreimal getroffen, genau. So gefällt uns das doch mal wieder. Taurus-Staffel ausgeschaltet. Bedrängt die etwa immer noch meinen armen Lambda 1? Da kommt schon wieder mehr Bomber. Sprungsignatur nähert sich. Feindliche Konfiguration. Tja, das dauert jetzt vermutlich ein bisschen, bis ich da bin. Wartet mal. Ne, das ist der Schild. Das ist der Antrieb. So. Sprungsignatur nähert sich. Ja, am besten noch mehr Bomber. Hab ja nichts zu tun hier. So, dann gehen wir mal vom Antrieb runter, setzen ein bisschen was auf die Geschütze und fliegen die netten Viecher ran. So. Hier spricht Lambda 1. Mando-Klammer gesichert. Das, was ihr verdient. Steigt um. Obwohl, eigentlich verdienen die Energie aus meinen Kanonen nicht. Aber was soll ich tun? Evakuierung zu 50% abgeschlossen. Hier, den haben wir aus Versehen mit kaputt gemacht. Naja, ganz so aus Versehen war das dann vielleicht doch nicht, aber... Es fühlte sich irgendwie ein bisschen so an. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Mal gucken, welche Scheiße gleich passiert und uns die Mission versaut. Naja, da hinten ist auf jeden Fall angeblich irgendwas. Lambda 1 aktiviert Subraumantrieb. Gegner nähern sich schnell. Das ist gut. Wenn Lambda 1 weg ist, dann ist Lambda 1 weg. So ungefähr. Irgendwie blinkt da hinten das Radar ganz kritisch zwischendurch, wenn man da gerade mal drauf guckt. Ihr müsst das, glaube ich, sogar erkennen können im Video. Zumindest auf einer hohen Qualitätsstufe, die ich ja anbiete, teilweise. Command, hier ist die Lambda 2. Beginn jetzt mit dem Andocken. Ja, da muss ich gleich mal Lambda 2 mein Team zuteilen. Ordnung, das mir nicht hilft, sondern was kaputt macht. Könntest du jetzt mal die Güte haben, zu zerstören, also kaputt zu gehen? Geht doch. Hui. Na ihr, voll in die Triebwerke am Ende. Und den hat's auch zerrissen. So, Lambda 2. Da bist du ja. Dann drücken wir C, dann drücken wir 2, dann drücken wir 1 und dann drücken wir 5. Ich empfange sie. Gegner nähern sich schnell. Und da sind mehr Bombers.
Und sie flüchten. Das passt mir nicht. Und wir den Antrieb schön hochdrücken. Ach, wer braucht schon Schild? Ich demnächst vermutlich, weil ich angeschossen werde. Aber bis dahin, bis zu meinem Tod, brauche ich kein Schild. Wenn ich mich gleich beschwere, dürft ihr mich, irgendwas. Ich weiß noch nicht. Denkt euch was aus. Beschimpfen. Ah, die Sonne blendet. Du Schwein, was liegst du da vorbei? Da bin ich ganz böse Taktiken hier. Nix. Guck mal. Messana, Lambda 2 hier. Wir haben am Kommandoschiff angedockt. Alle überlebenden Besatzungsmitglieder sind sicher an Bord. Bestätigt. Alpha-Staffel, geben Sie Geleitschutz für Lambda 2. Ich muss jetzt mal eben noch was gucken. Kann ich da hinten was zufällig in... IFF bestätigt. Gegner im Anflug. Okay, ich darf da hinten nichts ins Visier nehmen. Ich wollte es mal ausprobiert haben, weil das aussieht, als ob da ganz viele Heffernetz-Schiffe rumfliegen. Aber es funktioniert anscheinend nicht. Wollen die vielleicht die Sonne sprengen? Weil die sind da ja gerade so schön drumrum. Wäre jetzt gerade mal so eine Alternative, um so ein paar Schiffe zu vernichten. Also ich meine, da springt man doch gerne mal eine Sonne, wenn man zumindest die technischen Mittel dazu hat. Oder wurde uns das erzählt und ich habe es einfach nur vergessen, dass wir die Sonne sprengen wollen. Gegner im Anflug! Nicht mehr lange. So, Freundchen. Put. Da sind noch Maras. Maras sind lustig, wenn man sie mit den Waffen hier ins Visier bekommt. Ja, mein Schild wird auch noch nicht groß angegriffen. So, das sind wieder Bomber. Da kümmern wir uns lieber um die. Weil bei Gelegenheit machen die noch ein bisschen mehr Aua. Und das muss ja nicht sein. Ich meine, die Maras, was sollen die schon machen? Lambda 2 hat meine Staffel als Garde. Das ist ein Wunder, dass überhaupt noch drei von denen übrig sind, falls die vorhaben, sie irgendwie in irgendeiner Weise anzugreifen. So. Wenn wir das noch mit der Güte kaputt zu gehen, wir nehmen erstmal den, der ist da gerade so schön im Weg gewesen. Das stimmt doch nicht, dass du da hinten bist, oder? Bist du so schnell dahin gekommen? Schummler. Okay, den hat's zerrissen. Ich weiß ja nicht. Ich sollte vielleicht immer ein bisschen in der Nähe der Station bleiben für den Notfall. Wie lange soll das denn noch so gehen? Ich fliege jetzt schon wieder fast 10 Minuten rum. Ah, da sind mehr Bomber. Wer sagt's denn? Lambda 2 geht's auch noch sehr gut. Ah, da sind mal wieder Basilisken. Das sind Seraphim. Stimmt doch was nicht. Ah, Nephilims. Wo fliegt ihr hin? Wollt ihr den Großen angreifen? Nee, das lasst doch mal schön bleiben hier. Ja, auf die Distanz kann ich leider sehr wenig machen. Vielleicht tut mal jemand was. Ich meine, gut, das Ding ist noch bei 100%, aber die Frage ist eher, wie lange noch? Okay, das ist jetzt bei 96%. Das könnte jetzt schlimmer sein. Okay, es hat gerade einen ordentlichen Treffer abbekommen. Dann hat das wohl doch ein paar Prozente. Ja, gut, er ist ein weg. Bestätigter Abschuss. Ja, das ist nett und schön und wir helfen da mal eben hier aus, wenn wir eh gerade da sind. So, kaputt, mehr Bomber. Gegner nähern sich schnell. Natürlich da hinten, weil ich da ja auch so schnell hinkomme. Hätte ich einen Abfangjäger nehmen sollen oder was? Könnte ja auch sein. Dass der Vorschlag für die Mission jetzt nicht das Optimum war. Naja. Dann müssen wir mal sehen. Lambda 2 hier. Andocksequenz abgeschlossen. Sprung nach Ihrem Ermessen, Messana. Das ist gut, dann, Hier spricht die GTD, Messana. Bitte halten Sie sich von der Anlage fern. Wir leiten jetzt die Fernzündungssequenz ein. Hier ist die Messana. Aktivieren Subraumantrieb. Also, ihr sprengt auf jeden Fall eure Station. Das ist ja schon mal sehr löblich. Aber... was mache ich dann hier noch? Warum soll ich nicht weg hier? Du gehst mal kaputt, du hast da mehr Schütze als das andere Ding abbekommen. Sichern Sie das Gebiet und fliegen Sie zurück zum Stützpunkt. Ja, ich bin schon so gut wie fertig. Ich muss nur noch hier den
Genau. Und die Station, die hat es da gerade ein bisschen zerrissen. Ja, hier hinten blinkt das auf jeden Fall, oder? Hier. Nee, da hinten. Da kommt dieses komische rote Geblinke her. Das sind auf jeden Fall Trümmer. Wir sollen aber zurück zum Stützpunkt, also tun wir das auch. Da gucken wir uns nicht noch länger Trümmer an. Ich würde sagen, wir haben eine ganz gute Performance, oder wir sind eine ganz gute Performance geflogen. Sie haben sich durch ihre beispielhafte Tapferkeit unter Einsatz ihres eigenen Lebens als Soldat und Kamerad ausgezeichnet und in bester Tradition des Militärs um die Allianz verdient gemacht. Wir verleihen Ihnen hiermit den Orden der GTVA Ehrenlegion. Die höchste Auszeichnung, die die galaktische Terranisch-Vasudanische Allianz zu vergeben hat. Ja, das ist an sich sehr nett und da habe ich auch nichts gegen. Zeig mal her hier. Ja, ein bisschen was fehlt uns jetzt noch. Ob wir das noch bekommen werden, ist fraglich. Ich weiß gar nicht. Fliegerass, Doppelass, es gab glaube ich noch irgendwas. Da braucht man eine gewisse Anzahl Schüsse für. Hier die Leutnant, irgendwas Beförderung, da gab es auch irgendwas. Fragt mich jetzt nicht, wie man daran kam. Ich glaube, man bekommt pro Abschluss eine bestimmte Anzahl von Punkten und diese Punkte errechnen dann irgendwie den Rang oder sowas. Es gab da auf jeden Fall zwei Systeme. Eins, wodurch man durch Abschüsse aufstieg und ein zweites, wodurch man durch Punkte, die Abschüsse hatten, aufsteigt oder sowas. Naja, ist ja auch egal. Wir wurden auf jeden Fall mal wieder dekoriert. Wir sind eh schon fast nicht mehr zu ersetzen. Schon allein der Wert an Medaillen, den wir an uns rumschleppen müssten, wenn wir die alle an uns ranpacken würden. Naja, egal. Aber ich finde, das mit den Auszeichnungen kann so weitergehen, obwohl es ja vermutlich nicht mehr viele gibt. Ausgezeichnete Arbeit, Pilot. Beide Lambda-Transporter haben sich an den GT-Deam Messalan angedockt. Die Evakuierung des Hauptquartiers der dritten Flotte war ein voller Erfolg. Unter ihrer fähigen Leitung bestätigten die 70. Blue Lions ihren Ruf als eines der besten Elitegeschwader der galaktisch-terranisch-masudanischen Allianz. Der GTVA-Sicherheitsrat hat uns seine Strategie mitgeteilt, mit der er die Shivana im Capella-System festhalten will. Ich werde in einer Stunde zu den Offizieren der Mannschaften der Akita sprechen. Die 70. Blue Lions werden bei der bevorstehenden Operation eine wichtige Rolle spielen. Ich weiß, dass Sie und Ihr Geschwader dieser Herausforderung gewachsen sind. Ihre Hartnäckigkeit ist uns positiv aufgefallen, Pilot. Sie haben alle gegnerischen Ziele vernichtet. So wie wir mit dem Rücken zur Wand stehen, kann jeder Vorteil, den wir herausschlagen, den Unterschied zwischen Vernichtung und Sieg ausmachen. So, darunter steht die tolle Ehrung, die wir schon vorgelesen bekommen haben. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Wir müssten mittlerweile, glaube ich, auch ja, langsam auf Ende zu gehen. Zumindest langsam. Ich weiß nicht, wo sind wir jetzt? 35, 36? Teil, Mission kann ich nicht sagen. Ich glaube, um die 40 Missionen haben wir oder 42 Missionen mit den SEK-Missionen. Zusätzlich habe ich ja noch diese Tutorials, wollte ich beinahe sagen. Das stimmt ja nicht, das wird ja hier anders genannt. Testflüge, Training, genau, die Trainingssequenzen habe ich ja noch in Videos gepackt. Darum wird das wohl ein bisschen mehr als Mission ist. Warum labere ich euch damit voll? Das sind eigentlich nur Gedanken für mich. Ist ja auch egal. Bis zum nächsten Mal.